ja, dann herzlich willkommen zu diesem Interview und diesmal ein Doppelinterview. Ich habe hier nämlich die wunderbare Kira Bandmann und Ivona Riesenfeld zu Gast. Beide sind Heilpraktikerinnen mit Schwerpunkt Hormonbalance, Darmgesundheit und auch Schilddrüse. Ivona hat hier sogar persönliche Erfahrungen, speziell mit Hashimoto, da sie selbst betroffen ist und seit vielen Jahren als Mentorin anderen Betroffenen dabei hilft, ihre Hashimoto-Beschwerden zu lindern und sogar ganz loszuwerden. Und ich freue mich total, dass ihr beiden heute hier seid. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns. Ja, ich freue mich noch mehr. Und ich denke, die Zuschauer werden sich auch sehr über das Interview freuen, weil da sitzen wirklich zwei sehr kompetente Heilpraktikerinnen mit sehr viel Erfahrung. Und ihr könnt uns da, glaube ich, sehr, sehr viel aus dem vollen Schöpfen, von eurer Expertise erzählen. Und das Thema heute ist ja vor allem der Darm, Darm im Großen und Ganzen. Und ich würde gerne einmal da starten, warum ist der Darm denn ein so zentrales Organ? Was für eine Rolle spielt denn speziell der Darm in Bezug auf die Schilddrüse und den Hashimoto? Weil das sind ja eigentlich doch sehr zwei ziemlich verschiedene Organsysteme, müsste man meinen. Müsste man meinen, ja. Willst du was dazu sagen, Hashimoto? Gut, also wir haben kein System, was isoliert voneinander funktionieren kann. Ja, wir können unseren Körper ja immer nur ganzheitlich betrachten. Und der Darm spielt natürlich bei der Hashimoto eine ganz besondere Rolle. Ja, denn hier haben wir immer die Verbindung zum Thema Autoimmunität. Ja, wenn wir das alles so komplett runterbrechen, haben wir immer die Gefahr, dass es bei Darmstörungen in jeglicher Form, ja, also Darmbarrierestörungen in Form einer Dysbiose, in Form eines Leaky Guts, ja, haben wir die Gefahr, dass ja zu große Nahrungsmittelbestandteile, Erreger etc. einfach in den Blutkreislauf gelangen, da wo sie nicht zu suchen haben. Normalerweise würde die Darmbarriere dafür sorgen, dass das ja nicht der Fall ist. Das heißt, die ist dauerhaft geöffnet. Und was passiert dann? Das Immunsystem muss darauf reagieren. Ja, das erkennt eben diese zum Beispiel Nahrungsmittelbestandteile als Feind und reagiert über. Und es kommt da zu einer Überaktivität, dieser ist einfach permanent vorhanden. Ja, all das kann mit Ursache sein für die Entstehung überhaupt der Hashimoto und auch dafür, dass die Hashimoto dauerhaft eben angetriggert wird, dass die Antikörper dauerhaft hoch bleiben. Also das ist zum Beispiel einer der wichtigen Faktoren auf dem Weg, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Antikörper gesenkt werden, dass die Autoimmunität gestoppt wird. Und die Autoimmunität stoppen wir eben, indem wir uns vor allem natürlich gerade das angucken, ne? Die Darmbarriere, ist die dicht, ist die undicht? Und man kennt ja so diesen Spruch, 80% des Immunsystems sitzen im Darm. Und es ist tatsächlich ja so, dass die ganzen Immunzellen so unter der Darmschleimhaut warten und nur gucken, kommt hier was rein, was hier reingehört oder was hier nicht reingehört. Und wenn da ständig Sachen reinkommen, die nicht da reingehören, dann ist irgendwann unser Immunsystem so gestresst davon, dass es halt Feind nicht mehr von Freund unterscheiden kann. Und plötzlich wird alles angegriffen und so entstehen dann eben Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Hashimoto. Genau, daher ist der Darm eben einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, den wir niemals außer Acht lassen dürfen, bei der Behandlung der Hashimoto, ja. Und wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, bei mir wurde jetzt ein Hashimoto diagnostiziert und ich würde den jetzt gerne mal ganzheitlich angehen. Wie ist da so euer persönliches Vorgehen? Was sind so die einzelnen Steps? Was macht ihr, um überhaupt mal zu gucken, was ist im Darm so los? Und auf die Behandlung kommen wir dann gleich noch, aber was macht ihr erstmal so diagnostisch? Also beim Thema Darm diagnostisch gibt es grundsätzlich tatsächlich auch eine Mikrobiomanalyse. Ja, ja, wir schauen uns auf jeden Fall die Zusammensetzung der Bakterien an, schauen uns an, sind da zu viele von den schlechten, zu wenig von den guten. Wir gucken nach Entzündungsparametern, wir gucken nach den Leaky Gut-Parametern, nach Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin, nach Verdauungsrückständen. Also am Anfang steht immer die Diagnostik, denn wenn wir was unternehmen wollen, müssen wir ja wissen, wo setzen wir an, ja, und wie genau exakt wird dann die Therapie hinterher aussehen. Und da ist es ganz wichtig, auch komplette Diagnostik zu betreiben, also eine komplette Stuhlprobe an alle wichtigen Stuhlparameter zu denken, wie zum Beispiel gerade Ivana schon gesagt hat, die Verdauungsrückstände, auch die Pankreaselastase ist immer ganz wichtig, also wie ist überhaupt die Verdauungsleistung, die Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse,
Und was ich auch immer noch wichtig finde, ist, wenn jemand in die Praxis kommt mit der Diagnose, da auch nochmal so ein bisschen zu gucken, nochmal selber Schilddrüsenwerte zu bestimmen, nochmal selber Antikörper zu bestimmen und zu gucken, wie ist denn eigentlich Stand der Dinge, weil nur was einem gesagt wurde, die Patienten haben ja oft selber auch nicht die große Ahnung, das kann man ja schon auch nochmal hinterfragen und nochmal so ein bisschen selber forschen, was ist da jetzt wirklich los? Genau, unabhängig vom Darm gibt es natürlich noch weitere diagnostische Verfahren. Es gibt da Ja. so eine Standarddiagnostik am Anfang, die dann gemacht wird. Also gesagt, neben der Mikrobiomanalyse gibt es die freien Werte. Häufig werden die ja nicht mit untersucht beim Darm, beim Arzt, Entschuldigung. Die werden dann grundsätzlich mit abgenommen. Es wird der RT3 mit abgenommen. Einmal mal alle Antikörper. Ja, häufig ist es so, dass eben nicht der Anti-TPO erhöht ist, ja, sondern eventuell die weiteren Antikörper. Das heißt, die werden mit angeschaut und man schaut dann natürlich noch mal weiter nach Mikronährstoffen. Wir müssen mal schauen, bekommt die Schilddrüse alles, was die benötigt? Ja, daher wir gucken nach Selen im Vollblut hier ganz, ganz wichtig. Auch anderen Mikronährstoffen, nach Ferritin. Wir gucken nach den Entzündungsparametern. Vielleicht auch mal nach dem HOMA-Index, um zu schauen, ob da eine Insulinresistenz ist. Aber das ist nochmal ein Stück abhängig davon, was derjenige, der Betroffene, mitbringt an Symptomen. Ja? Wir gucken vielleicht sogar auch nach einer SIBO. Ja? Das aber auch wiederum abhängig von der Symptomatik und von den Beschwerden. Man will den Patienten ja auch nicht direkt überfordern mit 1000 Tests, sondern muss sich so ein bisschen so einen Faden, so einen roten Faden überlegen. Aber Basis ist schon immer auf jeden Fall das Mikrobiom, auf jeden Fall nochmal die Schilddrüsenwerte Und die und die Mikronährstoffe. Mikronährstoffe. Und hier definitiv Ferritin, wie du schon gesagt hast, also das Speicheleisen, Selen, Zink, Magnesium, alles aus dem Vollblut. Jod. Jod, genau, ist auch ganz wichtig. Auch bezogen auf die Antikörper muss man dann so ein bisschen gucken. Da, ja, finden wir immer schwierig, wenn dann so Empfehlungen ausgesprochen werden. Einfach mal Jod einnehmen in ganz, ganz, ganz hohen Dosierungen. Da muss man schon ein bisschen mit aufpassen, je nachdem, wie hoch die Antikörper eben sind. Also da die Antikörper bei einer wirklich vorhandenen Hashimoto auch im Auge behalten und da ein bisschen, ja, Vorsicht walten lassen. Genau, und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Basis, die man dann hat zum Starten. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Und wir können daraus mitnehmen. Also ihr guckt euch nicht nur gezielt den Darm an, sondern ihr guckt tatsächlich euch das Gesamtbild an. Und das finde ich persönlich ja auch mal total wichtig, weil ja alles miteinander zusammenhängt. Man kann ja tatsächlich nicht ein Organ isoliert betrachten. Ich finde es auch sehr gut, dass ihr speziell bei der Schilddrüse nochmal guckt, wie ist das Speicheleisen, Ferritin, wie sind die Antikörper, TPO, wie sind T3, T4, die peripheren Hormone. Das RT3 ist nochmal ein spezieller Wert. Da gehen wir jetzt in diesem Interview nicht näher drauf ein. Das machen wir an anderer Stelle. Und natürlich klar, das TSH ist immer der Standard. Und tatsächlich sollte man solche Diagnosen immer noch mal cross-checken, dass man wirklich noch mal guckt, was liegt da genau vor, womit haben wir es tatsächlich zu tun? Weil, wie ihr schon sagt, ist ja leider Standard draußen, dass in normalen Hausarztpraxen leider nicht die komplette Bandbreite abgenommen wird. Das hat meistens budgettechnische Gründe, das liegt nicht an den ärztlichen Kollegen. Das betone ich an dieser Stelle auch immer noch mal wieder gerne. Die Das machen wissen sehr wir, viel ja. Absätze, es ist einfach den äußeren Umständen geschuldet, aber auch nicht das Thema dieses Interviews. Jetzt sind speziell zum Darm einige Begrifflichkeiten gefallen, die wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen näher erläutern sollten, weil es vielleicht nicht für alle so selbstverständlich ist, damit umzugehen. Und Yvonne hat es gerade vom SIBO gesprochen. Was ist denn ein SIBO und wie misst man das und wie kommt es dazu? Und da können wir ja gleich auch nochmal darauf eingehen, wie man das dann wieder wegkriegt. Was dazu sagen? Ja. Genau, also die SIBO oder auch Small Intestinal Bacterial Overgrowth oder auch Dünndarmfehlbesiedlung, um das einfacher zu halten. Ja, ist eine Fehlbesiedlung des Dünndarms. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass unser Dickdarm mit den ganzen Bakterien, Darmbakterien besiedelt ist und der Dünndarm eher weniger. Also wir haben im Dünndarm vor allem die Aufgabe, dass hier Aufnahme stattfindet, Nährstoffaufnahme und so weiter. Und es passiert häufig, auch tatsächlich häufig bei Hashimoto-Betroffenen, dass sich eine SIBO entwickelt. Und das bedeutet einfach, dass ja, sich Bakterien im Dünndarm ansiedeln, die da nicht hingehören. Meistens sehr monogame Bakteriengruppen. Und ja, diese Bakterien, die dann da sind, die produzieren verschiedenste Stoffwechselprodukte und unter anderem produzieren die Gase. Und diese Gase, die lassen dann den Darm sehr aufblähen. Das ist auch so das typische Symptom einer SIBO, der Blähbauch. Muss man nicht haben, haben aber viele Betroffene.
Und die Gase reizen auch sehr doll die Darmschleimhaut sehr häufig. Das heißt, was wir beobachten, ist, dass die meisten tatsächlich dann auch dazu noch eine Darmbarrierestörung haben, also Leaky Gut. Also, dass sich das wirklich begünstigt gegenseitig. Ist immer die Frage, was war zuerst da? Aber es ist schon so, dass man eine SIBO nicht übersehen sollte, dass das immer mehr zunimmt auch und dass wir häufig dazu raten, einen SIBO-Test zu machen, weil diese Bakterien im Dünndarm weg müssen, damit sie nicht weiter diese Gase produzieren. Und wie testet man das? Über einen Atemgastest. Also man nimmt eine bestimmte Lösung zu sich, im Idealfall erstmal die Lactulose-Lösung. Das ist eine Zuckermischform. Und Gastroenterologen zum Beispiel testen häufig mit Glukose. Wir empfehlen immer, die Lactulose zu nehmen, weil wir wollen den ganzen Darmtrakt abchecken und die Lactulose, die durchläuft wirklich einmal den ganzen Darmtrakt. Glukose wird meistens schon in den oberen Darmabschnitten aufgebraucht, ist schon weg, verwertet. Und mit der Lactulose haben wir auch den letzten Darmabschnitt abgecheckt und können genau sehen, wo haben wir hier eventuell diese Gasproduzenten, die da nicht hingehören im Darmtrakt. Darunter fallen einmal Wasserstoff und auch einmal Methanbildner, die unterschiedliche Symptome machen können. Wasserstoffproduzenten machen eher Durchfälle, Methan eher Verstopfung. Und jetzt, um nochmal auf das Thema Testung zurückzukommen, wir nehmen die Lactulose-Lösung zu uns und müssen danach in ein paar Röhrchen pusten. Über einen gewissen Zeitraum, alle 20 Minuten, wird in ein Röhrchen gepustet. Zu Hause. Genau, zu Hause kann man entspannt machen. Ist ähnlich wie ein Fructose- oder Laktulose-Test, Laktose-Test. Genau, und dann wird eben gesehen, was atmen wir hier ab? Gibt es da diese Methan- oder Wasserstoffproduzenten? Ja, und die Verbindung zu Hashimoto oder zu Schilddrüsenunterfunktion ist einfach dadurch gegeben, dass wir bei der Hashimoto zum Beispiel häufigen Magensäuremangel haben. Ja, und dass eben infolgedessen die SIBO entstehen kann. Wir haben häufig bei Hashimoto Darmstörungen. Also ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, der letzten 15 Jahre mittlerweile mache ich bei Hashimoto wirklich standardmäßig eine Mikrobiomuntersuchung, standardmäßig, teilweise ohne dass Symptome vorhanden sind, weil so ziemlich alle tatsächlich auch Barrierestörungen haben. Ja, und auch ganz häufig tatsächlich in der Folge eine SIBO, also viel, viel mehr, als man denken würde. Wir haben den Magensäuremangel, wir haben aber häufig auch über Jahre Schilddrüsenunterfunktion, ja, die einfach unentdeckt bleiben, weil man schaut dann nur nach dem TSH-Wert, die freien Werte sind irgendwie dauerhaft viel zu niedrig, ja. Also wir haben dann Betroffene, die wirklich mit einer Unterfunktion rumlaufen, die über Jahre lang sich manifestiert hat, ja. Und durch die Schilddrüsenunterfunktion ist es ja eben so, dass wir weniger Verdauungsenzyme produzieren, weniger Magensäure und also das Und alles fährt ja runter. die Mortalität ist natürlich nicht mehr richtig gegeben, ja. Es hängt ja alles zusammen. Die ganzen Stoffwechselprozesse sind verlangsamt, ja. Und in der Folge entstehen eben diese chronischen Beschwerden am Ende. Ja, daher ist das so, so wichtig, auch in der Schilddrüsenbehandlung, da genauer hinzugucken. Und vielleicht für alle, ja, Betroffenen, die sich draußen fragen, könnte ich was haben, könnte ich eine SIBO haben? Also es ist immer ein Alarmsignal, wenn man unter Völlegefühl und einem aufgeblähten Bauch leidet. Also nach dem Essen, schon Müdigkeit auch, morgens, so dieses. Müdigkeit, Brain Fog. Aber was viele wirklich ganz, ganz typisch haben, ist dieser aufgeblähte Bauch und Völlegefühl, wo man das ja Ja. manchmal so ein bisschen wegtut, ja. Und dann gibt es ja diese Methan-SIBO, die macht dann auch Verstopfung. Ja, bei der Schilddrüse haben wir natürlich Verstopfung immer, wo wir erstmal an die Unterfunktion denken, aber auch die SIBO kann das machen. Ja, also so wirklich Verstopfungen, die sich über einen langen Zeitraum halten, wo man irgendwie mit nichts gegen ankommt, ja, würde man auch an die SIBO denken. Ja, und auch wenn, das ist auch sehr häufig der Fall, wenn Betroffene sagen, ich vertrage ungesunde Lebensmittel besser als gesunde Genau. Lebensmittel. Also je gesünder ich mich ernähre, Gemüse, Ballaststoffe, alles, was doch so gut ist für den Darm, desto schlechter geht es mir. Weil dadurch, also dieses ungesunde Zeugs einfach irgendwie, ja, ein Stück Darauf Kuchen reagieren oder die Bakterien halt nicht, genau, ne? Also die reagieren eben auf kein Futter. kein Damit geben wir Futter denen darauf, kein ja. Futter. Ja, und deswegen ist es ja auch manchmal so schwierig mit den ganzen Ernährungsempfehlungen, mit diesen gesunden Ernährungsempfehlungen, ja, Beikost. wo wir dann hören, nee, das funktioniert bei mir nicht. Also wenn es irgendwie sehr, sehr viel mit Hülsenfrüchten gearbeitet wird, mit ganz viel Gemüse, was ja theoretisch wunderbar ist, ja, nur eben, genau, Flohsamenschalen. nur eben bei Simon nicht.
Ja, und tatsächlich ist es so, muss man wirklich sagen, das sind die Erfahrungswerte der letzten vielen Jahre, dass viel, viel mehr betroffen sind, als man denken würde. Nimmt auch einfach Ja. zu, weil natürlich auch die Testmöglichkeiten immer mehr Und zunehmen besser und besser werden. werden. Ja. Ja, das sind ganz, ganz wichtige Hinweise von euch, ganz wichtige Tipps, weil das ist ja ähnlich wie bei der Glutenunverträglichkeit. Ich habe auch ganz viele Mentees, die sagen, ob ich Gluten jetzt nehme oder weglasse. Puh, ich fühle mich eigentlich immer gleich. Wenn man Ja. es dann aber misst und auch mal guckt, wie reagiert denn eigentlich das Gewebe darauf, dann finden sich eigentlich immer entzündliche Veränderungen. Und das ist ein Genau. ganz, ganz wichtiger Hinweis von euch jetzt, selbst wenn man die Symptome nicht so stark spürt. Das hat ja auch immer sehr viel mit der persönlichen Empfindsamkeit auch zu tun, auch wie man die eigenen Symptome wahrnimmt. Gerade bei Frauen, die meisten Hashimoto-Betroffenen sind ja nun mal weiblich. Und was ich jetzt im Laufe meines Lebens festgestellt habe, Frauen können eine Menge wegstecken. Und Ja. wenn die gebläht sind oder wenn sie Bauchschmerzen haben, verstopft sind oder Durchfall, das wird dann halt, naja gut, der Darm spielt halt heute mal verrückt. Dass das aber schon seit Wochen oder Monaten andauert, wird dann schnell vergessen. Und deswegen ist der Hinweis von euch so wahnsinnig wichtig. Jeder, der mit der Schilddrüse zu tun hat, ist jetzt auch fast egal, ob Über- oder Unterfunktion, lasst euren Darm tatsächlich mal testen, mal schön ausführlich, entweder oder sogar vielleicht beides machen, einfach schön Mikrobiom mal durchtesten lassen über eine Stuhlprobe und diesen Atemtest machen. Ist auch schön, dass du es gerade nochmal erklärt hast, wie das genau funktioniert, weil ich glaube, so viele konnten sich jetzt vorher nicht so viel darunter vorstellen. Jetzt ist es, glaube ich, jedem klar, wie es läuft und dass es auch total schnell und unkompliziert gemacht wird. Und mich würde jetzt mal interessieren, das habt ihr vorhin ja auch gesagt, bei der Stuhlanalyse, es gibt gute und schlechte Darmbakterien. Wo guckt ihr denn speziell drauf bei der Stuhlanalyse? Was sind denn so gute Darmbakterien und was sind eher so Bakterien, die möchte man nicht unbedingt im Haus haben? Erstmal gucken wir meistens tatsächlich gar nicht nur auf die Bakterien, ne? Das ist immer Genau. so Also man muss natürlich sagen, auch. also ziemlich alle haben also eine gestörte Flora. Ja, also es gibt niemanden, der von allen guten Nee. Bakterien auf allen Ebenen ausreichend hat. Also man kann davon ausgehen, dass die meisten tatsächlich zu wenig Lactobacillen haben, zu wenig Enterokokken, zu wenig Bifidobakterien. Ja, also das ist tatsächlich Standard. Verarmt ja auch immer mehr. Es ist Genau. einfach normal. Unser Mikrobiom verarmt immer mehr, wenn man sich das mal anguckt im Vergleich zu Naturvölkern von Super damals. spannend, ja. Ja. Also wir können ja auch die Diversität im Darm messen. Das ist eine Zahl, die was darüber aussagt, wie viele unterschiedliche Bakteriengruppen gibt es im Darm. Und hier so bei uns in Westeuropa, das höchste, allerhöchste, was wir in der Praxis messen, ist eine 6, damit man so ein bisschen Zahlen, eine Vorstellung hat. Die meisten haben eher so eine 4 oder eine 5. Und bei den Naturvölkern beginnt das erst ab 12. Ja, also es ist ein Und Riesengap, das wird nicht mehr ja. gemessen, gar Ja, nicht mehr. weil die ernähren sich eben so, wie die Natur sich das mit uns gedacht hat. Die sind ja hauptsächlich draußen und so weiter, diese ganzen Lifestyle. Haben auch weniger dieser ganzen Stressoren natürlich, die wir Ganz genau. heutzutage haben, was sich ja auch sehr negativ aufs Mikrobiom auswirkt. Ja, plus Und die Schilddrüse. Pestizide, plus Ja. die ganzen Zusatzstoffe in unserer Ernährung, dieses ganze verarbeitete Essen und so weiter. Ja. Ja. Also das ist, finde ich mal persönlich, finde ich das super spannend, Ja, ja. aber vielleicht nochmal auf das Thema Bakterien, also Ja. Bifidobakterien, Lactobacillen, Enterokokken sind ganz wichtige Vertreter. Dann gibt es aber eben auch die pathogenen Keime, wie zum Beispiel Clostridien, Klebsiell. Klebsiellen sind ganz starke Histaminproduzenten auch, von sich selber aus Histamin produzieren, Enterobacter, Citrobacter. Fallen dir noch spontan Namen ein? Aber ich glaube, es waren schon, es gibt ja so viele Bakterien. Ja. Die muss man auch alle gar nicht namentlich kennen, aber wenn man in so einem Stuhlbefund sieht, pathogene Bakterien, die sollten nicht erhöht sein, die pathogenen. Das sind krankmachende Bakterien. Aber Und man muss sich auch immer die Ursache angucken, ne? Warum sind die denn erhöht? Und hier gucken wir uns eigentlich immer zuerst die Entzündungsmarker an, die Verdauungsleistung und die Verdauungsrückstände. Und die Ernährung. den Stress. Und den Stress. Ganz viele andere Sachen rein. Ich habe einen ganzheitlichen Blick drauf und das finde ich ja auch so schön. Und tatsächlich ist es nicht immer nur ein Faktor, weil ich habe diese Frage bewusst gestellt, weil ich bekomme diese Frage ja natürlich auch häufig. Was sind denn gute, was sind schlechte Darmbakterien? Tatsächlich ist es genauso, wie ihr sagt. Ich meine, grundsätzlich schlechte Darmbakterien in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt eigentlich immer nur das Problem der Überwucherung. Also Ja. so ein kleines Clostridium im Darm zu haben, juckt keiner. Ja. Die überwuchern, Absolut.
dann können die einen sogar umbringen, im blödesten Falle. Das ist eine häufige Ursache auf Intensivstationen, wenn die Clostridien da durchwandern und wirklich richtig, richtig viel Unsinn anrichten. Und insofern ist, denke ich, das, was man mitnehmen sollte daraus, es sollte möglichst vielfältig sein und ein wirklich schöner bunter Strauß. Gut, wie die Naturvölker werden wir es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber man kann auf jeden Fall daran arbeiten, dass es ein bisschen reichhaltiger wird. Und was macht ihr denn jetzt, um den Darm wieder schön aufzubauen? Also geht ihr da so mit der Sense durch und radiert erstmal alles aus oder wie macht ihr das? Eher sanft. Wir gucken uns an, was hat dazu geführt, dass der Stand jetzt so ist, wie er eben ist. Haben wir eben, dass wir auch erstmal Diagnosen stellen, also wirklich gucken. Gibt es denn eine SIBO, gibt es denn Entzündungen? Ja, und vor allem uns angucken, was hat dazu geführt? Also häufig sind einfach die Menschen, die zu uns kommen, chronisch gestresst. Häufig wird sich chronisch schlecht ernährt. Also auch wenn man vielleicht sagt, ja, ich ernähre mich doch schon so gut, wenn wir dann näher nachfragen, gibt es doch häufig Optimierungsbedarf. Und eigentlich steht für uns oben, ganz oben immer so das Thema, ja, die Entzündungslast senken, ne? Also den Körper aus der Entzündung herauszubekommen. Über gezielte Präparate, die man natürlich einnehmen kann, antientzündliche Präparate, aber eben auch Stress oder Entstressung und die Ernährung. Wenn man aber sowas wie eine SIBO hat, dann muss man da schon auch mit so pflanzlichen Antibiotika dran, ne? Also mit Präparaten, die halt die, ja, Bakterien, die zu viel da sind, im besten Fall wieder eliminieren. Also wir machen immer eine Mischung aus der Therapie, dessen, was wir da so präsentiert bekommen. Zum Beispiel haben wir ein Leaky Gut, haben wir erhöhte Zonulinwerte, arbeiten wir mit Sachen wie Zonulin, aber Glutamin. man, Entschuldigung, Glutamin, man betrachtet aber immer das Gesamtmilieu. Ne? Man sagt ja auch immer, der Keim an sich ist nichts, das Milieu ist alles. Ja, das heißt, auch diese schlechten Bakterien können nur in einem Milieu überleben, welches den ja den Boden, den Nährboden dafür bietet. Das heißt, wir behandeln immer so ganzheitlich und schauen auch, gibt es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die zu Entzündungen führen? Gibt es vielleicht sogar Parasiten, die das SIGA drücken? Also das ist wirklich dann schon auch individuell einfach mal hinzuschauen, was passiert da gerade. Und ganz, ganz wichtig bei der Schilddrüse, der Zusammenhang bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn wir immer Schwierigkeiten haben, den Darm zu therapieren. Ja, weil eben die Stoffwechselprozesse verlangsamt sind. Ja, Und dadurch und das Milieu schon alleine nicht stimmen kann. genau. Ne? Ja, Ja. Magensäuremangel und so weiter. Diese ganzen Kaskaden werden erst gar nicht angestoßen Und an deswegen gibt wichtigen es auch nicht die Prozessen. schnelle Lösung. Ne? Das ist Genau, immer, also echt Achtung mit diesen Werbungen von hier die Darmkur und die schnelle Lösung, die schnelle Darmreinigung. Wie soll das funktionieren, wenn darunter nichts funktioniert? Ne? Also vielleicht hilft das mal 3 Tage, aber Oder auch, ja, langfristig. also auch Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es reicht nicht. Ja, Ja. es reicht nicht, nur die Ernährung umzustellen. Da kommt man einfach nicht voran. Ja. Dann diese ganzen anderen Faktoren, die spielen auch eine große Rolle. Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Das, was man oben reinkippt, das durch einen total gut funktionierenden Darm soll, das hinterlässt dann natürlich auch seine Spuren. Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand hat seine Ernährung auf antientzündlich oder ich sage jetzt mal Hashimoto-gerecht umgestellt, ernährt sich schön frisch und bio und abwechslungsreich, aber eben frei von diesen ganzen Entzündern, inklusive Gluten und Haushaltszucker beispielsweise. Wie baut ihr denn jetzt den Darm weiter auf? Wie geht ihr denn da weiter vor, um jetzt so die fiesen Keime sukzessive immer mehr auszusortieren und zum Ausziehen zu bewegen. Was macht ihr da speziell für den Darm? Wir haben jetzt gerade schon gehört, Glutamin ist eine tolle Sache, die unterstützen kann. Was macht ihr da noch? Probiotika, Präbiotika, also Wenn es natürlich, vertragen wenn es wird. vertragen wird, wenn da keine SIBO ist. Ja, weil ansonsten auch hier nochmal ganz, ganz wichtig für alle, die irgendwie schon mal Probiotika ausprobiert haben und das Gefühl hatten, irgendwie bekommt man das nicht. Ja, Auch auch ein das ist ein Zeichen. ganz klares Zeichen, ne, dass man da nach einer SIBO schauen sollte. Das erleben wir auch häufig. Ja, dann werden einfach auch vielleicht so einfach mal irgendwelche Probiotika eingenommen. Über Monate, manchmal über Jahre. Genau. Also tatsächlich sollte man sich auch das Milieu angucken. Ja, wenn Enterokokken fehlen, dann muss man die geben. Ja, dann schaut man nach Probiotikern, die diese enthalten. Wenn Lactobacillen fehlen, dann schaut man nach Probiotikern, die diese enthalten. Also das macht man am Ende tatsächlich vom Befund abhängig. Ja. Und aber die Ursache beheben. Die werden sich nicht ansiedeln, diese Bakterien, wenn
das Milieu nicht auch gleichzeitig behandelt wird, eben über Ernährung und worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Und da eben häufig eine Siebe oder auch Entzündungen eine Rolle spielen, gehen wir immer mit antientzündlichen Präparaten dran, ne? Also wie du gesagt hast, Glutamin. Aber ja, was gibt es noch? Wer es verträgt, auch sowas wie Kurkumin, aber verträgt auch nicht unbedingt jeder. Weihrauch ist auch ein schöner Entzündungshemmer. Schwarzkümmelöl, ja. Schwarzkümmelöl, das kann man auch austesten. Schwarzkümmelöl ist natürlich auch nochmal ganz gut gegen diese pathogenen Bakterien. Ja. Ja, mega. Ja, ist auch gleichzeitig gut gegen die Antikörper. Tatsächlich, die Genau. Schwarzkümmelöl senkt nachweislich die Antikörper bei Ganz Hashimoto. Das ist auch mega. Und es ist halt ein uraltes Heilmittel. Also man darf tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen weg von der Chemie und mal wieder so ein bisschen hin in die Naturheilkunde, weil die Natur, die hält schon extrem viel geiles Zeug bereit, ja, womit man sich absolut. Wir helfen müssen das nur noch bedienen, ne? kann. Bedienen. Das ist, aber ich meine, dafür gibt es ja euch, dass Ja. man da angeleitet wird und dass man dann Ja. auf den richtigen Weg gebracht wird. Sehr schön. Und was gibt es denn? Wir haben jetzt ja auch unter anderem auch von Parasiten gesprochen. Und was gibt es denn da für Parasiten, auf die ihr besonders schaut? Oder jetzt mal allgemein gesprochen, welche Parasiten sind denn speziell beim Hashimoto so Übeltäter, die man auch immer so ein bisschen mit im Blick behalten sollte? Fallen dir die Namen ein? Gentamoeba fragilis gibt es zum Beispiel. Ja. Lastocystis hominis. Genau diese beiden vor allem, da Ja. würden wir danach gucken. Tatsächlich ist es aber hier so, dass die Untersuchung sollte eine gentechnische Untersuchung stattfinden, ja, wo man nach dem Genmaterial dieser Bakterien schaut, dieser Parasiten, weil alles andere einfach nicht aussagekräftig ist. Und auch hier wiederum, die Parasiten sind so etwas, was ja, differenziert betrachtet werden muss. Wenn die keinerlei Symptome machen, dann ja, muss man immer entscheiden im Einzelfall, inwieweit behandelt man die. Ja, man würde die ja auch mit pflanzlichen Antibiotika wie Oregano zum Beispiel behandeln. Aber Manchmal das gehen die ist aber einfach nicht weg, ne? genau. Also Ja, hier, muss oder, man also, abwägen dann irgendwann. ja, und hier ist es auch wirklich sehr vom Milieu abhängig am Ende. Fühlen die sich wohl oder fühlen die sich nicht mehr wohl? Was ist mit Helicobacter pylori? Guckt ihr da auch nach oder ist das eher so? Da gucken wir auch nach, Ja. genau. Aber es ist ein bisschen schwieriger halt, ne? Da jetzt wirklich, also, ja, ist der, Also auch in der Behandlung das, natürlich, das gehen wir dann auch schon mal ab in ärztliche ja. Hände. Ja, Auf jeden Fall. das da, ja. Aber Goldstandard ist da ja schon auch eher, das über die Magenspiegelung herauszufinden, ne? Helicobacter pylori. Ne, also gibt es gibt einen Stuhltest, es gibt einen Bluttest, ja, es gibt auch spezielle Labore, wie das Kronika-Labor, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, da muss man wirklich im Einzelfall schauen, inwieweit man da in die Diagnostik geht, oder inwieweit man da vielleicht mit dem Hausarzt zusammenarbeitet. Ja. Was haltet ihr von Knochenbrühe, um den Darm so ein bisschen wieder fit zu machen? Ja. Ja. Super. Nur eben bei Histaminintoleranz, ja. Also Histaminintoleranz ist natürlich aber auch so ein Schlagwort, ja. Was heißt das schon? Es gibt aber natürlich Menschen, die auf sehr, sehr reichhaltige, also histaminreiche Lebensmittel reagieren können. Und dazu gehört leider dann auch die Knochenbrühe. Und in der Darmbehandlung, wenn da ein Histaminthema ist, dann schauen wir erstmal, dass wir auf diese großen Trigger verzichten. Ja, also wirklich nur auf Histamin, auf sehr histaminreiche Lebensmittel wie ja, alles, was irgendwie lang gereift ist. Hier übrigens auch Kaffee ein Übeltäter oder jegliche Art von Zusatzstoffen. Ja, das vergisst man immer beim Histamin-Thema. Ja, also da auch gern drauf achten, dass das schon mal eher auslöst als vielleicht ein Avocado. Ja, also ich mache hier und da die Erfahrung, dass einfach sehr, sehr viel weggelassen wird. Das ganz restriktiv gegessen wird. Und Genau, das ist ganz nicht die genau. Lösung. Das ist nicht die Lösung. Also wir verzichten in der Anfangszeit immer auf die großen Trigger, ja, wo klar ist, darauf wird reagiert, um den Darm einfach nicht noch mehr zu ärgern, ja. Aber am Ende wollen wir ja den Darm therapieren und damit auch oder auch das Nervensystem, ja, und damit auch eben diese Überreaktionen auf das Histamin. Das hat natürlich auch viele Ursachen. Und gerade, ne, das Histamin sitzt ja in den Mastzellen und bei Stress wird das einfach viel mehr freigesetzt. Das heißt, Stress ist hier wieder ein großes Thema, was man sich auch anschauen darf. Und was wir auch sehen, ist, dass, wie Ivona schon gesagt hat, unter einer Darmtherapie werden Histaminthemen ja häufig besser. Schon alleine, weil die Histaminbildner abnehmen, also die Bakterien, die von sich selber aus Histamin produzieren. Und häufig haben auch SIBO-Betroffene ein Histaminthema on Ganz top, genau. wie so eine
ja, so ein Pseudohistamin-Thema und auf einmal Sibo weg, Histamin wird wieder vertragen, kann man auch hindenken. Ist nicht immer so, aber deswegen nicht immer so direkt abstempeln lassen. Ja, ich habe jetzt irgendwie Eine eine Histamintoleranz, ich Histaminintoleranz. vielleicht verzichte jetzt auf Für immer alles. und ich Ja. verzichte jetzt. Das ist Das war voll, sehr, sehr schade und auch ja. der falsche Weg. Ja. Aber das ist schon Auf mal eine jeden gute Nachricht für alle, die eine Histaminintoleranz haben, dass das auch reversibel ist, weil das Fall. ist Ja. tatsächlich, das beobachte ich auch, dieses Denkmuster, ich habe es jetzt und Ja. es bleibt jetzt für immer. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass sich das auch auflösen kann mit den richtigen Maßnahmen. Und Kira, du hast es gerade auch schon mal erwähnt, was ich auch total wichtig finde, dieser zeitliche Aspekt. Wie lange dauert es denn so im Schnitt, nach eurer Erfahrung, bis das System sich wieder eingekugelt hat? Wenn man wirklich alles ganz optimal macht und der Patient alles optimal umsetzt, wie viel Zeit darf man denn so insgesamt einplanen? Also es gibt so eine Faustregel, könnte man sich dran halten, ein Jahr leiden, also ein Jahr, wo dein Körper gelitten hat, kann man so mit einem Monat Therapie rechnen, ungefähr. Also es ist super unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen geht es innerhalb von kürzester Zeit deutlich besser. Es gibt aber auch Menschen, da ist es einfach komplexer, weil da einfach viel mehr noch dranhängt. Da dauert es einfach länger, aber jeder sollte sich mal mindestens 3 Monate, 4 Monate geben, um Rückschlüsse ziehen zu können. Das, was ich hier mache, bringt das was? Würde ich als grobe Zahl mal in den Raum werfen. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das, was ich ja auch schon gesagt habe, es gibt halt nicht so diese Fixkur, innerhalb von 2 Tagen ist alles beseitigt, sondern da darf man gerne ein bisschen Geduld mitbringen. Und das ist auch gut so, weil auch der Darm ja auch Zeit braucht, um sich umzustellen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern hat ja auch einen sehr langen Zeitraum in Anspruch genommen, um sich dahin zu entwickeln. Und wir haben jetzt ganz viel gehört über Darmaufbau und Stressreduktion und Ernährungsumstellung und Nährstoffe. Welche Nährstoffe sind denn speziell aus eurer Sicht auch wichtig insgesamt, um das System speziell bei Hashimoto zu unterstützen? Also worauf legt ihr persönlich besonderen Wert? Was sollte bei einer Hashimoto-Therapie eigentlich nie fehlen? Also was natürlich nie fehlen darf, Entschuldigung, ist das Selen. Ja, also da ist es auch super wichtig, da auch mal zu schauen, wie ist der Wert, wo stehen wir da? Es sollte eine Vollblutmineralanalyse sein, keine im Serum. Entschuldigung. Dann schauen wir nach Jod, aber hier wirklich auch abhängig von den Antikörpern am Ende, ob wir es geben oder nicht. Ja, wir brauchen alle Jod selbstverständlich, aber es ist eben so, dass Jod, ja, da besteht immer die Gefahr, dass wir vielleicht, wenn die Antikörper schon sehr, sehr hoch sind, die noch mal triggern. Wir gucken nach Vitamin D, nach Ferritin, wir gucken nach Omega-3, Ganz wichtig auch Omega-3. genau, nach Zink, Magnesium. Magnesium sowieso, ja, kann eigentlich jeder zu Hause haben. Also wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel empfehlen sollte, Immer was Magnesium. jeder immer zu Hause haben sollte, ist es Magnesium. Es haben viele, viele ein Defizit und es wird halt im Stress unheimlich verbraucht. Ja, Ja. verpulvert ohne Ende. Ja, genau. Das sind ganz gute Basics. Und Eisen, ne? Also das Genau. Ferritin, Eisen ist Also auch ganz, Eisen. ganz wichtig für die Schilddrüse. Ja, mega. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank da schon mal für diesen wirklich tollen Überblick. Und wenn man jetzt sich überlegt, ach Mensch, die beiden Mädels sind so nett und so sympathisch, da würde ich mich gerne mal in Behandlung begeben. Wo findet man euch denn? Seid ihr nur offline unterwegs oder findet man euch auch online irgendwo? Ja, tatsächlich sind wir hauptsächlich online unterwegs. Genau, also uns findet man am besten über Instagram, würde ich behaupten. Natürlich kann man uns auch googeln und wird auch da an Infos kommen. Einfach die Namen eingeben. Genau, unsere Praxis ist ja sonst in Düsseldorf. Ja, wir haben auch Genau. eine Gemeinschaftspraxis tatsächlich. Ja. Und ansonsten sind wir viel auch online zu erreichen, also auch für Menschen, die nicht aus der Umgebung kommen. Ja, da besteht auch die Möglichkeit. Genau, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ja, ich verlinke natürlich alles zu euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Also da muss jetzt keiner irgendwie wild anfangen zu googeln, aber dass ihr das einfach schon mal gehört habt. Es gibt sowohl offline vor Ort als auch online alle Möglichkeiten für euch, mit den beiden in Kontakt zu treten. Und
Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses sehr informative, sehr reichhaltige Interview. Und ich glaube, dass die Zuschauer da sehr, sehr viel jetzt für sich mitnehmen konnten. Vor allem ganz, ganz wichtig, dass niemand kurzfristig denkt beim Darmaufbau, sondern denkt langfristig, nehmt euch dafür Zeit und guckt nicht nur auf den Darm, sondern auch auf die Stressfaktoren, auf die Ernährung, auf eigentlich alle anderen Lebensbereiche auch, weil das tatsächlich auch immer eine große, große Rolle spielt. Und dass man nicht blind irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen soll, sondern am besten immer analyseorientiert. Das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Message, die man aus diesem Interview auch mitnehmen sollte. Und ja, und ich hoffe, dass sich auch alle Notizen gemacht haben, sonst guckt es euch einfach nochmal an. Also man kann sich das Interview, denke ich, auch noch dreimal angucken, weil da waren so viele Infos drin. Man merkt, ihr seid Vollprofis und ihr sprudelt über vor Informationen. Und da können wir wahrscheinlich noch vier weitere Interviews aufnehmen und werden immer noch nicht fertig. Und wie gesagt, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr eure Expertise heute geteilt habt. Es war wirklich eine große Freude. Sehr, sehr gerne Danke für die und Einladung. vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.